Ich finde es total stark, dass wir hier sind. Hat einer ein Tempotaschentuch dabei, zufälligerweise? Das habe ich mit meiner alten Jeans gelassen. Ich bin ein bisschen erkältet. Könnten wir so ein bisschen mehr Gesang noch hier auf dem Monitor? Sexueller, total erregbar. So allgemein den Gesang hier auf dem Monitor noch ein bisschen lauter, oder? Ja. Jetzt mal auch die Nase, dann klingt das alles gleich viel offener. So, der nächste Titel handelt von Hamburg. Oh, jetzt sind die Leute schon wieder weg. Ja, jetzt wieder, ne? So, der nächste Titel handelt von Hamburg. Yeah.
Mess haben wir, oder? Ihr steht aber auf Country-Musik, oder? Ja, klar! Genau! Wunderbar!
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, der nächste Titel ist auch unveröffentlicht und handelt von dem sexiesten Mädchen der Welt, von Mila Jovovich. Gestern gehst du mit mir nach Haus, wir dachten, ich kann heute.
vielen Dank. Gefällt es euch denn so mal zwischendurch jetzt mal? Also mal zwischendurch, ich frage so jetzt. Ich meine... Ist der Sound okay bei euch da unten? Hört ihr das? Was? Müsst ihr den Gig abbrechen? Du sagst es, ist klar, machst du ja. Ja, schön. Sauber! Alles viel zu laut, ne? Also keine Musik, das ist ja nur laut. Das hat meine Oma auch immer. Von unserer Heimatstadt Cottbus. Da fahren wir immer so gerne hin, weil da spielen wir immer so gerne und da sind immer ganz große Fans von uns da an der polnischen Grenze. Da fühlen wir uns auch ziemlich zu Hause. Und weil wir da halt so gerne hinfahren, haben wir jetzt mal diesen Song geschrieben, der heißt Auf der Straße nach Cottbus. Ne?
Und immer mal die Kappe stellen. Das war ein Knorke-Song, oder? Habt ihr einen Musikwunsch? Christoph, meinst du kannst aus unserem Tierkasten dann gemeinsam mir noch ein Bier holen? Bitte? Ich schaffe. Hä? Was? So, ihr habt den Eintritt bezahlt, deshalb stimmt mir auch die Instrumente extra mal. Nein. Der nächste Titel heißt wie die bekannte polnische Autostunt-Show. Hellfucker. Mein Leo hat versagt. Deshalb geben wir für euch auch extra eine Rockpose. Jürgen hat Probleme mit seinem Bier. Kann da mal jemand nachgucken? Ins Gehirn gespritzt. Es ist dir ein bisschen in den Kopf gestiegen, oder? Ja, jetzt kann ich nicht mehr sagen, wir schieben das nächste Stück aus. Hellfucker, das Bier gestimmt. Hellfucker. Nö. Okay.
Genau. So, es wird jetzt Zeit, dass sich ein bisschen zu entspannen auch für uns. Genau. Ein Titel, den mir der große Ricky King, der größte, der beste Gitarrist der Welt, beigebracht hat. Aus dem Musical Primitive. Also, ja. Aus der bekannten Live-Show Gummitiger. Früher im blauen Peter II aus St. Pauli. 1982, als er noch live auf der Bühne für 5 Euro gefickt wurde. Ja. Ah, nee, D-Mark war das. 5 Mark ein Astra damals. Ich habe das mal gesehen. Blau Peter II. Blau Peter II, wirklich unglaublich. Aber da ist mir dann auch der Song eingefallen. Ist von so einer Band, in der ich früher mal gespielt habe. Und
Du hast ja eine Platte von denen, ne? So gesagt. Ja. Ja, das ist immer das. Stark. Der nächste Titel handelt davon, dass ich mit meiner alten Band 1997 mal im Mai im Vorprogramm von Caught in the Act aufgetreten bin. Ohne Scheiße, ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht noch an diese schwulen Holländer. Also ich meine, jetzt als HSV-Fan habe ich natürlich nichts gegen Holländer, ist ja klar. Das waren so diese Typen, die halt eben diese Gay-Band, diese Boy-Band hatten. Und die waren alle miteinander zusammen. Also die haben sich ineinander auch verliebt. Also ihr erinnert euch? Einen Hit kann ich jetzt nicht mehr genau sagen von denen. Die hatten auch, glaube ich, keinen, aber die waren total stark. Und da haben wir damals mal mit der Band im Vorprogramm gespielt. Und danach, hatte ich irgendwie so ungefähr 100 Teenager, die total verknallt in mich waren. Ich glaube, das will gar keiner hören. Lass mal spielen. Ich wollte einfach mal eine lange Ansage machen, um mich mal ein bisschen auszuruhen, Typ. Erzähl weiter! Ich habe die Geschichte auch schon wieder vergessen, Ingo. Ich würde sie gerne mal wieder hören. Nee, pass auf, ich könnte auch einen Witz erzählen. Soll ich dir einen Witz erzählen? Soll ich mal einen Witz erzählen oder soll ich... So. Treffen sich zwei Päpstinnen beim Oben-Ohne-Gottesdienst. Wie ist der? Ja. Man hat mich gewarnt. Also dann spielen wir noch wieder was, oder? Nee, wir spielen, glaube ich, lieber den Song, der ist besser. Killer ist auf der Flucht. Es hat nicht lang gedauert, wir haben zugesagt.
Stadt steht einfach still. Wie soll ich wissen, was ich machen will? Alle Spiele.
spielen. Wir spielen es jetzt gerade mal 8, gerade mal 12. Wir können auch viel, viel länger spielen. Also wir können alles Mögliche spielen für euch, wenn ihr wollt. Machen wir auch. Ich hab noch diesen Schnupfen. Ich bin aus von Johnny Cash. Von Johnny Cash kriegst du. Jetzt? Ja, jetzt. 25 Minuten, go! Ich krieg bald was von Johnny Cash. Jürgen baut gerade um jetzt. Ja, das ist auch ein Ja. Was von Johnny Cash jetzt? Ja, bitte! Wie viel von Johnny Cash? 1, 2, 3, 4 Songs? 2 Songs? 2. Grüße! Wunderbar, oder? Wollt ihr auch was von Johnny Cash? Ja. Okay. Ihr Opportunisten. Aus diesem Grund spielen wir was von AC/DC jetzt, oder wie? Sound, ne? Naja, das pfeift zwischendurch mal ein bisschen. Das ist Jürgens Bass, was denn sonst? Achso, kann auch, ja, ist egal. Wir spielen jetzt einfach irgendwas von Johnny Cash. Ne?
AC/DC-Fans? Seid ihr auch AC/DC-Fans? Okay. Was schreibst du? We'll be right back.
war jetzt mal stark, oder? Stray Cats können wir nicht. Wir können noch was von AC/DC spielen, wenn ihr wollt. Season
wieder tierisch gemacht. Können wir noch einen am Bier holen? Ist noch ein Bier da? Ja. Dann spielen wir auch noch weiter. Ja! Stell Kassel! Wir können noch mehr, wir können noch ein Lied von ACDC spielen, wenn ihr wollt. Wir können auch noch was von uns spielen, ist egal. Wir können von jedem was spielen. Wir können von allen was spielen, außer von Stray Cats. Nee, nee. Was schwimmen wir jetzt? Nee, das schwimmen wir später, wenn dann. Oder? Ja, Elvis. Noch ein Lied von ACDC oder was eigenes? Erstmal ein Bierchen. Erstmal was? Bierchen. Bierchen, ne? Von uns jetzt, ne? Ja, mach mal. Mach ihn nervös aus. Ja. Willst du den anderen mal spielen oder? Nein! Bierchen! Das war eine gute Idee. Das war ein guter Song. Ja. Hillmann Fotze aus 60s Swing. Aber! Die Love.
the sun was set, kinda your ghost. A lot of mountain vice and I'm so I had to end by super good feast. I live on most my frühstück, doch wenn nicht. Und ihr singt das nach.